Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. So, wir sind auf dem Weg zur Kirche seit der letzten Folge und haben währenddessen ein paar Nebenquests eingesammelt. Und ja, die machen wir dann natürlich auch. Okay, hier können wir dann mit unserem Chocobo irgendwo hinreiten. So, und die haben wir gesucht. Die Materie nehmen wir gleich, keine Panik. Wie? Ich habe nichts getan, das muss eine Verwechslung sein. Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name, kann man glatt neidisch werden? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was habe ich für ein Glück? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra war. Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Will man mich dafür umbringen? Muss ich mich mein Leben lang verstecken? Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es! Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich allein! Wer soll mich denn dann beschützen? Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Okay. Ich möchte aber jetzt noch nicht nach, also zum Kolosseum. Eine Heilpflanze. Aha. Eine besondere Blume, die Aeris in der Kirche züchtet, wird als Zutat für Arzneien verwendet. Ich sehe schon, die müssen wir wahrscheinlich zu diesem Arzt bringen. Beziehungsweise Apotheker. So. Jetzt möchte ich aber erstmal diese Materie. Die konnten wir nämlich damals nicht mitnehmen. Chakra. Ja. Yay. Ja gut, ist ja nicht unbedingt schlecht. Man heilt zwar nur sich selbst, also der das Chakra ausgerüstet hat, heilt sich nur sich selbst. Aber man braucht dafür immerhin keine TP. Und wir haben schon 1000 von 5000 Schritten hinter uns. Ja. Mal gucken, was es hier sonst noch gibt. Nicht, dass ich sonst noch was übersehen habe. Nee, hier war nur eine Kiste und sonst war da nichts. Hier war auch nichts. Da geht's auch nicht hoch. Also ich glaube, nach oben geht's gar nicht mehr. Nee, sieht nicht so aus. Gut, sonst scheint es hier nichts zu geben. Da liegt ja auch nichts rum.
Gut, ja. Dann sprechen wir sie mal an. Den Schlüssel kriegt ihr, wenn ich in Sicherheit bin. Ach, wenn ich doch nur gewusst hätte, dass die von Shinra sind. Achso, okay. Anscheinend bekommen wir den Schlüssel erst, wenn wir beim Kolosseum sind. Ja, gut. So, jetzt möchte ich aber mit dem Chocobo mal einmal rumfahren. Denn das interessiert mich jetzt schon, wie das ist. So, wir sind bei der Kirche und können jetzt zum Eingang fahren. Gehen wir einfach mal zu den Slums von Sektor 5. Eingang. Okay. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht als nur die Musik und ein Ladescreen. Schade. Naja. Frei mit deinem Chocobo rumreiten können wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Teil. Auf der Weltkarte. Ja. Mal gucken, ob das dann so mit Weltkarte alles kommt. Werden wir ja dann sehen. Jetzt müssen wir erst noch die anderen Chocobos finden. Ich glaube, da müssen wir hier durch die Gegend. So, da war ja auch noch was mit diesem speziellen geheimnisvollen Dieb. Den gibt es ja hier auch noch. Und ganz wichtig, wir müssen die Waffe von Barrett leveln, denn der ist momentan auf Nahkampf. Es ist nicht gerade praktisch, wenn unser Fernkämpfer auf Nahkampf ist. Wo ist eigentlich unsere Karte? Ah! Oh Gott, ich habe so eine Befürchtung, dass da wieder ein ganz starker Gegner kommen wird. Wir laufen einfach mal eiskalt rein. Hallo? Sind wir eigentlich voll? Nein, nicht ganz. Das müssen wir mal ganz kurz ändern. So, jetzt sind wir einigermaßen fit. Oh, Cloud! Das ist das vermisste Balk. Wie bitte? Vermisstes Balk? Geht's noch? Wie? Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Da, das ist die Stimme. Danach waren die anderen weg. Achtung! Ach, die schon wieder.
Jetzt sind es Phantome, okay. Bin mal so frei. So, jetzt bleibt doch mal dran. Lasst euch analysieren. Nur kein Über. Na also. Kontert sein Reflex mit Barrierendurchbruch, um es schockunfällig zu machen. Feintechnik erlernbar. Verdammt. Feintechnik. Nachschlag! Kein Problem. Geistzug gelernt. Entzieht Gegner im Umkreis TP, verbraucht 2 ATB-Einheiten. So, kommt wieder her. Ist das alles? Oh mein Gott. Tiefer, heil mal Cloud, und zwar schnell. Okay, das ist jetzt ein bisschen lästig. So, komm schon. Geistzug. Kann nie wissen. Das hat nicht so viel gebracht. Nix damit liegen bleiben. Nicht aufgeben. Keine Chance. Falke! Das wird doch nichts. Okay, das ist immer wirklich lästig. So wird das nichts. So, komm schon, Geistzug. Mehr geht immer. Bring Gesicht auf. Geräuschler. Jetzt wird abgerechnet. Dann übernimm. Überlass das mir. Vergiss es. Na komm schon. Salto. Jetzt komm ich. Puh. Hervorragend. Und 200% haben wir auch erreicht. Also über 200. Hey Leute! Oh, Mugi! Oh, Cloud ist auch dabei. Sag mal, was habt ihr denn hier zu suchen? Hier sind viele Eltern der Kinder aus dem Helmchenhof begraben. Wir wollten mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Helmchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Wenn du willst, kannst du es haben. Vorlaute Belger. Das gefällt mir. Ah, sehr schön. Auftrag erfüllt und das
Schockphänomen erfüllt und wir haben eine neue Materie bekommen. Zeit. Ah. Schön. Einmal Hast, Gemach und Stopp. Ah ja, Hast wäre so praktisch. Ich hätte das gerne permanent drauf. Ob man das vielleicht irgendwie koppeln könnte? Ah, wahrscheinlich nicht. Gut, ja, den Widerstand müssen wir noch ein bisschen leveln. Dann, gut, Barrett, du hast TP-Boost, Toxin, Heilen, bitte Potion. Barrett hat Wiederbeleben. Das ist jetzt schon ein bisschen unpraktisch. Das Wiederbeleben möchte ich gerne tauschen. Gut, dann hast du Behandeln eben. Das geht auch. Tiefer kann dann wiederbeleben. Gut, aber trotzdem können wir Zeit momentan nirgends unterbringen. Das ist ein bisschen doof. Na gut. Müssen wir noch warten für neue Waffen und oder neuere Materia-Slots für die Waffen. Eins von beiden. So, wir sind voll. Dann haben wir jetzt noch hier... Da sind noch ganz viele Quests in Sektor 6. Gut, aber wir haben noch die Chocobo-Suche. Die ist noch aktiv. Da ist ja alles erledigt. Und die anderen Quests müssen wir noch, naja, finden. Da ist ein Schokobogen. Moment. Wo geht's denn dahin? Hab ich da irgendwas übersehen? Ach so. Das Rüberhangeln brauchen wir nicht. Ja, ja, ich bin schon da. So, Chocobo. Oh mein Gott. Was bist du denn? Ein gestreifter Schimmer. Kann ich schaffen. Während des Kampfes kann er sich in den Finstermodus wechseln, indem es sämtliche Magieattacken absorbiert. Der Modus wird beendet, wenn du ihm eine bestimmte Schadensmenge zufügst, während er Gravitas wirkt. Nachdem der Finstermodus endet, lässt er sich eine Weile lang leichte schockanfällig machen. Gut, stehbar ist auch nichts und er absorbiert momentan Magie. Kampfrausch-Sphäre. So, auf Hochtouren. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ach ja, Gravitas. Versuch's!
Ist das alles? Tiefer. Du bist ein bisschen... Ach Gott. Ja, super, das wäre gerade wirklich... Okay. Energiehaken. Schleudert den Gegner mit einem heftigen Angriff in die Luft. Los, gib alles! Jetzt ist recht. Gut, Moment. Mach doch mal Aerora. Gut, hat nichts gebracht. Ich bin hier aufgeschossen. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Sehr lästig, das Ding. So, Barret, mach mal deine maximale Wut. So, Kreuzschlag. Das war's dann. Na dann. So ein lästiges Vieh. So, jetzt alles gut. So, neue Haltestelle für den Chocobo Express können genutzt werden. Slums von Sektor 5 und Stahlberg. Nur Einstieg. Stahlberg? Was ist denn der Stahlberg? Ach, der. Okay. Gut. Ja. Fast. So, irgendeine Materie ist gerade gelevelt. Da muss ich mal kurz gucken. Amplifikation. Flächeneffekt für verbundene Materie. Effektstärke sinkt um 45%. Hey, unsere Heilung ist nun stärker. Und wie schaut's hier aus? Energiehaken braucht noch und Kampfrauschsphäre braucht auch noch ein bisschen. Gut, wo war die letzte Bank? Ja, gut, da hinten. Wobei, ich glaube, hier war auch irgendwo noch eine. Oder auch nicht. Gut, wir müssen mal ganz kurz zurück, denn wir sind... Ja, vor allem die MP sind fast weg.
Zumindest bei Cloud. So, einmal ausrasten. Wobei ausrasten ist das falsche Wort. Einfach nur rasten. Ausrasten, dafür braucht man Gegner. Hey, jetzt schon. Wird aufgeräumt. Da helfe ich gern. Kann man von euch was lernen eigentlich? Ne, man kann nur eine Gravitonsphäre stehlen. Als seltene Gegenstände. Ne, bekommen. Stehlen nur eine Phönixfeder. Ja gut. Nichts überstürzt. Es geht los. Nachschlagen. Genau so. So, du machst deine Kampfrauschsphäre. Viel Erfolg. Hier kann ich helfen. So, Energiehaken. Okay, das ist definitiv ein bisschen meh. Energiehaken. Das war abzusehen. Zum Energiehaken wird irgendwie nix. Und ich finde persönlich ziemlich schlecht. So. Ach ja, stimmt. Hier ist hier noch zu. Da kommen wir ja gar nicht rein. Ach, da will ich rein. Zu dringend. Das Ding schon wieder. So, da ist noch eine Feindtechnik erlernbar. Wenn du ihn triffst, während er Smog-Amok ausführt, wird er Schock anfällig. Blitzelement-Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Keine Angst, ich will nur spielen! Das nimmt dir keiner ab. Los geht's! Dann übernimm. Das stehen wir durch. Achso, Moment. Kannst du das machen? Roger, ich übernehme. Energie hast du. Geht's erst richtig los? Ja. Nichts hält uns auf. Zumindest dich nicht. Ups. Hoppla. Na gut, einmal Heilung. Aber wir haben die Feindtechnik nicht gelernt. Das ist irgendwie ein bisschen so meh. So. Da sollte. Oh! Was haben wir denn da? Schönes. Ein Brief. Hinweis zu Cornelius Schatzkammern. Das finde ich interessant.
an den Alleskönner. Ich verrate dir mal, wo Cornelius seine Reichtümer lagert. Slums von Sektor 5 Stahlberg. Da sind wir gerade. Kanalisation, stillgelegter Bereich zur Schlammaufbereitung und eingestürzte Schnellstraße in einem Tunnel. Ich würde sagen, du schaust dich da mal um. Viel Glück, der Racheengel. Der Racheengel. Ich habe da eine kleine Vermutung, wer das sein könnte. Ich weiß aber nicht, ob diese Person schon vorkommt. Ich sag einfach mal so viel, es war in den früheren Spielen ein optionaler Spielcharakter. Mehr sage ich nicht. Also das ist meine Vermutung. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht. Sehen wir dann spätestens, wenn wir dieser Person begegnen. Wenn wir der Person überhaupt begegnen. Bis dahin warten wir einfach mal und sehen, was passiert. Die sehen schon wieder so leuchtend aus. Das sind bestimmt Subspezies, meine Güte. Gut, die sind bestimmt scheiße. Deswegen. Zack. Machen wir die erst in der nächsten Folge. So. Das ist gespeichert. Dann, ja, bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen für die Menschen, diese Welt.